Hallo, da sind wir wieder, Pippa und Gitte. Wir spielen Pathfinder, Kingmaker, sind hier immer noch im Hause am Rande der Zeit. Und hier und unten bei der Krummhexe, die müsste in diesem Raum sein. Ja. Die wollten wir jetzt mal... ein bisschen kleiner machen. Ein bisschen kleiner machen, beziehungsweise, naja, mal sehen, wer wen kleiner macht. Tja. Pippa hat schon alle vorbereitet und man sieht auch schon so ein paar Elementare gemacht. Ja. So, hier geht am besten gleich mal auf sie los. Ich sollte vielleicht mal gucken, was Valerie anhat. Die ist richtig, ja. Denn das wäre nicht so gut, wenn die da vorne steht und mit ihrem Bogen schießt. So, wer macht was? Ja, wir müssen sie ja mal antesten. Konnten sie ja bis jetzt noch nicht angucken. Deswegen, das funktioniert nicht. Auch nicht. Was sind das alles für Sprüche, die du da versuchst? Angucksprüche. Zwielichtattacke, bebende Knochen. Nein, aber ja, das ist wahrscheinlich, weil wir nicht im Kampf sind. Die ist noch nicht feindlich, ne? Richtig. Dann müssen wir... Naja, ob du sie anschießen kannst, weiß ich nicht. Kann man das ja vielleicht schon. Mal ein Feuerchen unterm Hintern machen. Mal sehen, wie sie drauf reagiert, hä? Ja, eigentlich ist es nicht so ganz die feine Art, aber nun ja. So. Ja, sie hat die Zauberresistenz von der Krummhexe überwunden. Aha. Ich nehme mal an, jetzt wird sie etwas böse sein oder immer noch nicht? Nein. Nö. Nur dann wirst du sie ansprechen müssen und wirst dir sagen müssen, hey, du blöde Kuh, du. Ja. Oder was immer du bist hier, du. Genau. Ich bin jetzt dein Feind. So. Ja, guck mal, das ignoriert die, solange du kannst machen, was du willst. Also. Gut, ja. Das mussten wir wohl machen. Na, Gina, ich hoffe, du bist darauf vorbereitet. Oder war das jetzt Valerie? Sie freut sich schon aufs Mittagessen. So, das freut sich aber ja. Zauberkatze hat sie erstmal geholt. Und die Frage ist wohl, ja, alles Zauberkatzen. Naja. Let us strike as one! Ich bin da gespannt. Ja. Wir haben die Zauberkatzen schon mal umgeworfen, aber... So. Die beiden Kätzchen sind Geschichte. Na, das ging ja schnell, aber wo ist sie? Wo ist diese... Guck mal hier. Ist hier die Tür aufgegangen? Ich weiß es nicht, auf jeden Fall ist sie... Da ist die Tür offen. Aha. Oh ja. Hä? Wer? Wo? Ich sehe nichts. Warum ist hier Pause? Ja, musst du. Guck mal genau rum, überall. Ich sehe nichts. Nein, ich sehe jetzt auch nichts, wenn du in die Dunkelheit gehst oder so nicht. Nee, ich kann nichts sehen. Naja, keine Ahnung. Wir werden schon sehen, was wir davon haben. Guck mal, da ist sie jetzt wieder. Ja. Und sie ist schon wieder grün. Okay. Ihr drei. Geht sie mal befragen. Kampf ist beendet. Ja. Ja, genau. Jetzt kommt der Verrat erst. Im Grunde hättest du so oder so, hätte sie uns verraten. Und gut. Gut, ich denke mir mal, es wäre so, auf jeden Fall so weitergegangen. Egal, ja, ob wir jetzt sie angegriffen hätten oder nicht. Ja. Na gut. Ich habe eine Chance gegeben, dass wir uns friedlich trennen. Das haben wir eben nicht. Da haben sie das im Text haben nicht wir nicht.
Na gut, ihr werdet schon alles bezahlen, ist gut. Na ja, klein. Nur wenige haben es überlebt, ja. Das glaube ich dir gerne. So, jetzt können wir sie mal angucken. Naja. Oh, so, die Bullenstärke. Oh ja, die ist ja gut gebufft, hä? Ja. Sie hat Spiegelbilder, Giftverzögern, Bewegungsfreiheit, katzenhafte Anmut, Bullenstärke, Rindenhaut. Ja. Alles Sachen, Level die wir eigentlich 29, auch machen können. Chaotisch böse. Boah, 23 Punkte bringt sie. Jo. RK 38. Schadensreduzierung 5, ausgenommen Wucht. Mehr wissen wir nicht. Na, aha, gut. Sie sind... Hast du den Text gelesen? Naja, ist egal. Welchen Text? Sie sind so liebevoll immer gestalten, aber was sie sind, diese Anisvetteln, sind die schlimmsten und so weiter. Hier unten bedrohlichsten die Anisvetteln, ihrer verdorbenen ja. Art. Sie sind für ihre eisenharte, warzenbedeckte Haut bekannt. Oh, da haben sie sich so viel Mühe gegeben mit dem Text und du liest das nicht ja, mehr. Ja, ja. Und besitzen Klauen, die rostigen den Klingen ähneln. Also hör mal, ja, da kannst du eine Blutvergiftung kriegen, wenn die dich damit treffen. Sie lieben Folter groß und Massaker. Und wiegt mindestens 300 Pfund. Oh. Wow, so schwer sieht sie gar nicht aus, hä? Naja, sie sieht ziemlich groß aus. Ja. Aha, es gibt auch noch die Grünen, das sind die schwarzen Viertel hier. Aha. Gut. Ja, ja. So, ich hoffe, du weißt jetzt, wen du da vor dir hast. Ja, ja. Wer da vor dir steht auch. Okay. Und inzwischen rot ist. Also grundsätzlich greifen alle an. Ja, wir sollten aber vielleicht auch noch Freunde machen, weil ich glaube nicht, dass sie alleine kämpft. Aber wir haben ja Freunde, nur ja, die sind ja, dahinter wir uns. Haben ein paar Freunde. Ja, nur die sind halt, ne? Aber die sind ein bisschen weit draußen. Sozusagen zurückgeblieben, ne? Ja, die sind ein bisschen zurückgeblieben. Okay, also du nicht hier. Nein, nein, mach das weg. Das braucht man noch nicht. So, du kannst ihr schon mal ein Bällchen verpassen. Sind wir denn? Ja, wir sind feuergeschützt. Wir sind feuergeschützt. Mach das jetzt weg, das stört nur. So, ja, passt. Du machst auch. Du schießt. With all your might. Du cannot hide schießt. From me. So. Versuch mal, sie ein bisschen auszuziehen. Hä? Ziel, Kreatur. Das ist Kreatur, das ist Position, also Kreatur. Wenn ihr das mal, ja genau. Bei Magieband würde wahrscheinlich auch unsere Magie wieder wegnehmen, ist ja nicht so gut. Nö, nö, das wäre nicht so günstig. Nein. Die hat sich jetzt vervielfacht. Ja. Aura des Wahnsinns macht sie, du. Ah. Au, au. Ja, ob wir dagegen was haben, wage ich zu bezweifeln. Ja, Harim, mach. Octavia, mach. Und dann geht er mal ein bisschen zur Seite, wenn er fertig seid. Gina kann sowieso schon mal zur Seite gehen. Und Ekun auch. So. So. Naja. Ja. Und dann versucht sie anzugreifen, aber das ist Christian, nicht macht mal. Ihr Treiber macht hin. Oh, hier ist eine Falle. Ja. Okay. Die sieht noch ziemlich frisch aus, die Tante. Ja, du. So, also, wer ist fertig? Wir haben auch nicht, wir konnten ja gar nicht sehen, wir haben gar nicht geschaut, ob sie Resistenzen hat, welches ihre Resistenzen sind. Ob sie überhaupt auf Feuer irgendwie
in einem für uns positiven Sinne reagiert. Jetzt gucken wir mal. Wurf bei defensiven Wirken erfolgreich. Octavia hat sie getroffen. Ja. Mit was immer sie gemacht hat. Wenn auch nicht viel Schaden angerichtet, Feuerball hat sie gemacht, aber sie hat Feuerball immerhin. Und er Christian auch Christian. Was hat Christian gemacht? Auch Feuer. Ja, dann reagiert sie schon auf Feuer. Hund. Und unser Hund hat sie gebissen. Ja, das war und schon mal Und Octavia hat sie auch gebissen. Gut. Ja. Und also so. Schaden hat er jetzt. Du hast gemacht, dann gehst du mal hier hin. Hierhin, bitteschön. So, ihr beiden schießt mal schön. Was hast du für Pfeile eingelegt? Ja, er hatte sowieso nur die hier, ja. Okay, jo, passt. So, probier mal diesen. Mal sehen, worauf sie gut reagiert. Und ja, und Halbköcher. Ja, machen wir gleich mal zwei. Dann wissen wir es, wenn einer daneben geht. Und Valerie. Aha. Unheimliches Schicksal. Octavia ist immun gegen unheimliches Schicksal. Aha. Valerie auch. Beide Hunde haben daneben gebissen. Auch der Hund. Ja. Und Ekundayo genauso. So. Ah, Hund und Valerie haben getroffen. Habt ihr schon gemacht? Nee, die haben noch nicht gemacht. Aber du darfst mal die Falle hier entschärfen. So, hast du gemacht? Tristan immer hat was gemacht, nicht. Aber er hat ihre Zauberresistenz nicht. Aber Gina hat 54 Schaden mit einem hinterhältigen Angriff erreicht. Also Christian, er hat ihre Zauberresistenz nicht überwunden. Wie sieht sie denn aus? Ich sehe sie gar nicht. Tot sieht sie aus. Sieht ziemlich tot aus. Sie hat sich auf die Falle geschmissen. Ja. Octavia kann die Falle erfolgreich entschärfen. Gut gemacht. Na. Oje. Na gut, dann gucken wir uns das Zimmerchen mal an, ne? Ja, gucken wir es bei uns an, wie wir aussehen. Da ist noch eine Falle übrigens, da wo das rumläuft, das Erdelementar. Ja, erstmal wegmachen. Mhm. Done and done. Gut gemacht. Aha. Oh, so, dann gucken wir uns mal an. Ja. Das Erdelementar weg. Ja. Wir sind gut gebufft, ja? Allerdings hast du gut gemacht. Ich wusste ja nicht, wie heftig die ist. Oh, das war jetzt gut. Weil er hat ja einige Sprüche drauf gehabt, die waren, weiß Gott, nicht gerade so toll. Ja, die waren doch ziemlich böse. Hm. So, sehe ich nix. Ich auch nicht. Sehe ich auch nix. So. Sehen eigentlich alle ganz gut aus. Ja, sehen alle ganz gut aus. Gott sei Dank. So. Schön. Gut gebufft ist halb gewonnen, in diesem Spiel jedenfalls. In der Beziehung eher defensiv, nicht so aggressiv, eher defensiv. Aber das kann natürlich auch zum Erfolg führen. Man darf es halt nur nicht übertreiben. Oh ja, 34. Mhm. Das war nicht sehr schwer. Ach so, das war die Falle. Mhm. Die Kiste war sowieso offen. Ja.
ist auch nicht viel Interessantes drin. So, hast du schon gespeichert? Ja. Falls auf jeden Fall. Achso, hast du schon gut. Zum Gucken. So, das wäre dieses. Brauchen wir China, die ist nämlich aber besser. Aber brauchen wir eigentlich einen Schlüssel von ihr, oder nicht? Angeblich hat sie einen Schlüssel, ja. Irgendjemand hat mal gesagt, dass sie einen Schlüssel hätte. Ja, aber ich sehe ihn. Haben wir den bei ihr? Ja, jetzt langsam. I won't let you down. I did as you asked. Danke. Adventures await. Obwohl, sie war ja der Schlüssel. Hat sie das nicht aufgemacht? Indem wir reingegangen sind und mit ihr gekämpft haben, die Tür war ja vorher zu. Ja. Dann war das wahrscheinlich. Aber wir brauchen doch drei Schlüssel für das Allerheiligste von so. Nerissa, wenn ich mich recht erinnere. Und das ist übrigens auch ein Ding hier. Das speichern nochmal, bevor du in den Spiegel reinguckst. Achso, und die liegt ja noch da. Das komische. Auf jeden Fall. Also die komische Frau. Eine Frau ist es eigentlich wohl nicht, so eher ein Monster. I did as you asked. Ja, Schwierigkeitsgrad 41. Was ist das? Da gucke ich noch so oft. Weil das sieht nun wirklich nicht aus wie ein Ei. Das sieht nicht aus wie ein Ei, das sieht aus wie. Aber es gibt die. Wie ein das ist auch nicht immer ein Ei, das ist manchmal auch was anderes. Also. Hast du die schon angeguckt, die Hexe? Nee, ne? Noch nicht. Ja, dann guckst du dir mal an. Ja, langsam. Hm. Ah, das scheint der letzte Spiegel gewesen zu sein. Oh, die hat die Leiche schon angefressen. Die muss ganz schön hungrig gewesen sein damals, ja? Na, wer weiß, wer sie angefressen hat, die Leiche. Steht ja nicht da, dass sie angefressen hat. Ja, steht nicht, dass sie es war, ja, stimmt. Ach, unser Freund, den wir noch suchen müssen. Mhm. Welcher Freund? Na, unser Wurmfreund. Ach so, du meinst den winnenden Typ da, ja? Ja. Ach so. Ach so, war das der Typ, der da die Sache mit dem Spiegel hat? Das ist der gewesen, der dann zum Monster geworden ist? Aus Rache, oder wie? Das sieht fast so aus, als wäre der Zauberer zu diesem Monster geworden, ja. Ne? Diesen komischen Wurm aus Würmern. Mhm. Oh ja. Ja, sieht ganz danach aus. Ja. Der sich windende Mann, ja. Ja, genau. Jetzt ist ja, wissen wir es. Jetzt so ist wie er klar. Aussah, als er noch am Leben war. Das ist es also. Das ist es also. Erinnert ihr euch jetzt an alles? Ja. Ja. Tja. Okay, dann kann man echt nur sagen, falls ihr jetzt frei seid, ich muss gehen. Ja. Gut, das ist natürlich sehr wichtig für uns. Ja. Haben wir jetzt einen Spiegel gekriegt?
Nee, ja, da ist er, müssen wir mitnehmen. Den müssen wir einsammeln. Spielsplitter. Aha. Gut. Das war wohl wirklich wichtig. Dann brauchen wir gar nicht mit ihm zu kämpfen. So, jetzt kannst du dir aber das endlich angucken, bevor du sie noch ganz vergisst. Müssen wir noch die Hexe ausräumen. Da ist der Schlüssel. Ja. Einer der drei Schlüssel zu Nerissas inneren Gemächern. Ein Kampfstab, eine Fellrüstung, ein Gürtel, ein Helm und ein Amulett. Das werden wir uns gleich angucken. Ich bin nämlich neugierig im Gegensatz zu dir. Da, hat sogar einen Namen, das Amulett. Gucken wir uns mal an. Ja. Gut, wir gucken mal. Erstmal wieder nach Neues. Ist korrekt. So, hier waren. Wir können ja wieder sortieren. Ja, das würde ich machen. Älteste zum Neuesten. Ah, Quatsch, Neuesten. Oh, ist egal, dann ist hinten dran. Ein Säurekampfstab plus 2. Hm. Euer Kampfstab hat. Hm. 4, 14 mit Eis. 6, na, 16 der hier ist gut. Mit Feuer. Ist der beste eigentlich. Ja. Nicht zur Armbrust kann man das nicht. Ich müsste es jetzt zu einem anderen Kampfstab irgendwie vergleichen. Zu dem hier. Das ist der beste 6, 16 mit 1d6 Feuer und das ist 4,14 mit 1d6 Säure. Nee, das ist immer noch die Armbrust. Wenn du nicht anlegst, kannst du es auch nicht vergleichen. Ich guck doch nur hier rechts. Okay, ist gut. Ich guck hier rechts. 4,14 mit 1d6 Säure. Und der hat 6,16 mit 1d6 Feuer. So. Ja. Hat jemand mehr für uns gemacht? Wollte ich gar nicht wissen. Hergestellt. Das ist sowieso schon älter. Es war nur eine Waffe drin. Hier. Hier. Fellrüstung plus 5, sonst nichts. Kann man verkaufen. Und. Die haben wir ja schon lange. Hast du schon vorher. Ja, das. Außerdem ist es hier. Den haben wir irgendwann irgendwo ausgewechselt. Genau. So, aber die Sachen würde ich mir jetzt gerne angucken. Gironas Amulett. Verständnisbonus von plus 5 auf die RK. Oh, das ist nicht schlecht. Ja. Was hast du? Ah, 6 auf Konstitution. Das ist gut. 5. 5 unbedingt auf die Rüstungsklasse. Ja, auf jeden Fall. Wie sieht's bei dir aus? Natürliche Rüstung plus 3. Da müssen wir mal gucken. So, gucken. 28. Ja, ist besser. 30. Hat er 30. So, hier ist alles gleich geblieben. Ja. Und er macht gleich ein Spiegelbild. Das finde ich nicht gut. Schlecht. Genau. Passt. So weiter, wir haben auch noch andere Sachen gekriegt. Ja. Erwachte Weisheit. Ja. Was ist eine erwachte Weisheit zu dem. Nee, jetzt schon ganz gut. Weisheit plus 6. Ja, 100 Minuten, da steht erwachte Weisheit, ja. Ja, aber heißt eben so, wenn aber Weisheit, plus 6 drin ist. So, Weisheit. Aber er hat ja schon Weisheit irgendwo, ne? Er hat Weisheit, ja. Wen wir hatten, glaube ich, schon mal einen Plus 6, den man nicht Weisheit, braucht keine Weisheit. Was hat er eigentlich? Ist der Einzige, der noch Weisheit braucht. Ja, aber er hat Charisma und Weisheit. Er hat sowieso 6 auf Charisma und Weisheit. Haben wir keine Verwendung. Hm. Und Konstitution, der hat nur Konstitution. Nee, den kann keiner brauchen. Ja? Bist du sicher? Ja. Ja. Wir haben eigentlich alles welche, die... Sie braucht auch Stärke, damit sie ein bisschen mehr Schaden macht. Ist klar. Und ja, die Hunde dürfen wir nicht, die Armen. Und sie hat Kraft, also Stärke und Geschicklichkeit. Ja. Auch Stärke, Geschicklichkeit und er hatte den tollen 6 auf Stärke, Geschicklichkeit und Konstitution. Harem hat Stärke und Konstitution. Hat er hat Riesenstärke. Ja.
Ach so, nee, gar nicht auf Konstitution. Nee. Der hat ja nur Stärke hier. Wofür braucht der Stärke zum Tragen? Denn er kämpft doch eigentlich kaum. Aber das wirkt sich immer auf den Schaden aus. Aha. Das geht auf den Schaden. Also Stärke geht auch auf den Schaden. Ja. Und Konstitution geht auf die Anzahl der Punkte, ne, die du hast. Ich sehe gar nichts vom Schaden. Mal gucken. Ach so, ich muss dann hier rüber. Ja, nö, dann merke ich. Doch klar. Hier. Solange du in der Hand hältst, ja, genau. 9 bis 18 und 13 bis 22. Das ist schon ein großer Unterschied. Das ist ja ein Riesenunterschied. Nee, das ist ja auch nichts, Mann. Ja, und ja. Valerie, die hat sowieso das Beste, und ihr Valerie gegeben, weil die immer vorne ist. Hat auch Stärke und Geschicklichkeit plus 4. Okay. Wir hätten ja gerne einen Sechser, haben wir aber nicht. Ja, ist auch nur ein Vierer. Leider nicht. Na gut. Was hat eigentlich brauchen? Lindsay für einen Hut? Was war denn da in dem Hut drin? Fünf auf Wahrnehmung, 5 auf tödliche Zielgenauigkeit und 2 auf Angriffswürfe. Ist natürlich ein schöner Hut. Ja, aber wir Wir haben niemanden, der ihn tragen kann. Gina trägt ihre Krone. Ist klar. Okay. Nee. Ekun wäre der Einzige, der ihn nun wirklich brauchen könnte, aber der muss den Zylinder tragen, der Arme. Den Hut des Professors. Von wegen Traglast und so, ja. Ja. Aber wenn wir den runternehmen. Oh ja. Ist immer noch leicht. Nee, setz dir mal den anderen auf. Ja. Da. Aber alle Fertigkeitswürfe sind ja auch nicht schlecht. Ja. Plus 2 auf alle Fertigkeitswürfe. Ja. Gucken wir mal. Hier bei Angriff ändert sich nichts. Ändert sich nichts? Ja. Habe ich vorher gar nicht angeguckt. Ja, guck links. Tut sich nichts. Ändert sich was mit dem anderen Hut? Also mit dem, den er vorher hatte? Nö. Nix. Dann behält er den Zylinder. Ja. Wir werden leichter. Genau. Und die Dingwahrnehmung ist nicht so tragisch. Die hat ja Gina. Die hat ja die Gina ist ja und die hat Spezialistin auch, dafür. Octavia hat es ja auch. Genau. So. Aber es war trotzdem ein Schirm, was wir da gefunden haben. Okay. Ja. So, wie geht's so, eigentlich jetzt weiter? Aber jetzt... Müssen wir nochmal speichern vielleicht? Vorsichtshalber, ich weiß es nicht. Ja, jetzt lege ich einen richtigen, dauerhaften Speicher an. Ich glaube, das empfiehlt sich hier. Ja. Ja, und dann... Halt. Ja, dann können wir... Also hier, den Zauberkatzen müssen wir noch das Fell abziehen. Ja. Und hier ist auch noch was. Ja, und dann können wir eigentlich nur noch durch die Nebelbänke hopsen und gucken, wo man ankommt. Ja, das was anderes ich sagen, fällt mir nicht mehr ein. Wir haben alles. Ja, gut, okay. Aber ich würde sagen, wir holen jetzt noch den Loot und dann machen wir Schluss und machen in der nächsten Folge weiter. Wir haben jetzt nicht fast 30 Minuten erreicht. Na gut. Und ich weiß nicht, wie wir dann haben dann wir nicht das so viel ist. Gequatscht. Naja, muss ja sein. Muss sich ja die Sachen angucken. Oh. Einmal häuten. Danke. So, und dann hatten wir noch irgendwo... Na, hier war noch was. Wo denn? Keine Ahnung, aber auf jeden Fall war da was. Kannst du nochmal auf die Karte gucken. Hier. Ja. Dann geht mal alle dahin. Ja. Habe ich hier nicht ausgeräumt? Hast du offenbar nicht. Ich habe geguckt, was das ist. Du hast dich gewundert wegen dieses komischen Eis oder was immer das da ist. Ja. Okay, dann machen wir jetzt Schluss. Ja.
Und in der nächsten Folge werden wir dann sehen, wo wir weitermachen. Da haben wir schon mal die erste Nebelbank. Wir werden einfach die Nebelbänke alle abklappern. Aha. Und gucken, ob es uns, weil die teleportieren einen ja immer irgendwo hin. Ach so. Ich könnte mir vorstellen, dass die uns irgendwo hin teleportieren, wo wir noch nicht waren. Na, das werden wir dann finden. Ja. Okay, genau. Bis dann. Bis dann. Ciao. Tschüss.